Hallo liebe Leute, neuer Tag, neues Video und auch zu einem perfekten Anlass, denn wir haben ja jetzt schon seit 5 Tagen, also fast einer Woche, das neue Public Update Preview Programm. Für alle von euch, die da zwar immer wieder mal hinhören, aber eigentlich keine Ahnung haben, was das ist im Endeffekt eine Art Vorschau auf den kommenden Patch, der wahrscheinlich Ende Januar oder sowas dann auch wirklich erscheint. Oder vielleicht auch Anfang Februar. Wir wissen ja, nur weil es der Januar-Patch oder das Januar-Update ist, ist nicht immer gegeben, dass das dann dementsprechend kommt. Kurz erklärt für alle, die es noch nie versucht haben. Ich kann euch nur empfehlen, selber auch mal in die Pubs reinzuschauen und das auszuprobieren. Installieren tut man das nämlich. Man kann sich diese Vorschau nämlich nicht nur hier anhand von Changes anschauen, sondern auch selber schon Probe spielen. Und installieren tut man das folgendermaßen. Ihr schmeißt euch bei euch in Steam einfach auf die Bibliothek, geht mit Rechtsklick auf euer Spiel Age of Empires 3 Definitive Edition und bei den Eigenschaften könnt ihr dann unter Beta-Optionen da im Dropdown-Menü einfach das Pub auswählen, also Public Update Preview Program. Ich weiß nicht, ob das Ganze auf Deutsch dann nochmal umbenannt ist, aber es gibt bei eigentlich allen von euch dürfte es keine andere Möglichkeit geben, als diese Beta auszuwählen. Ist noch kurz offen, kann man sich also auch heute noch holen, wenn es euch interessiert. Ist einfach grundsätzlich deshalb cool, weil ihr könnt schon ein bisschen anspielen und wenn ihr Fehler findet oder Bugs oder sowas, dann gerne auch melden. Ich gebe das gern weiter, beziehungsweise einfach selber bei den Foren online reinschreiben. Genug gequatscht, ab in die Materie. Wir wollen uns ja das Ganze hier richtig reinhauen und schauen uns das hier mal an. Anfangen tun wir mit Stabilität und Performance. Mit der Helden-kosmetischen Geschichten und so weiter, weil die ja nicht für alle freigeschalten wurden. Ihr erinnert euch, wir hatten jetzt diese ganzen Challenges, wo man das freischalten konnte und hat anscheinend nicht bei jedem ganz ordnungsgemäß geklappt. Auch interessant, Crash-Grund, einer wieder eliminiert, finde ich gut. Bei der Benutzeroberfläche, man hat jetzt Hotkeys, also schnelle Tastenbefehle für Einheiten in Blockhäusern, Grenadiere in Baracken, diese speziellen portugiesischen Gewehreinheiten, wenn mich nicht alles täuscht, die aus den Armbrustschützen werden und für die Jäger bei den Schweden. Alles klar. Karten für Salteadores sind jetzt grün eingefärbt, damit man eine andere Farbe hat als bei den Chinacos und Soldados. Also Karten nicht für Salteadores, sondern die Salteadores schicken. Es gibt ein paar neue Icons für die neuen Teamkarten, die kürzlich hinzugefügt wurden. Also da gibt es einige. Die Siedlerkarten glaube ich nicht, aber ich nehme an, sowas wie die ganzen Trickles, die jetzt dazugekommen sind. Dann gibt es abgedatete Icons für die japanischen Karten für Angriff für Samurai, Yumi, Ashigaru und Yakusame. Also da sind einfach neue Icons dazugekommen. Sieht so aus, als hätten wir ein bisschen mehr Artwork incoming. Das freut mich ja. So. Die dunkle Spielerfarbe im Rammenbild oder sowas auch angepasst worden. Da waren schon irgendein Problem dabei. Die Kopfgröße bei den Bokuronins und bei den meisterlosen Samurais. Zumindest im Bild ist auch angepasst worden. Die inspirierende Flagge, wenn man von Mexiko zurückkommt, hat anscheinend auch ein bisschen seltsam aussehen. Also ihr seht schon viele solche UI-Changes, die relativ klein sind, aber halt einfach alte Sachen ausbessern. Finde ich von dem her auch nicht schlecht. Guerilla-Taktiken, Yucatan-Revolution, genau das gleiche. Und die Beschreibung der Beobachterkarte ist auch wieder verändert worden. Zumindest in der Yucatan-Revolution war das anscheinend noch nicht angepasst. Cool. Beim Sound auch interessant, Marvel ist hier bei den Spaniern und die britischen Grenadiere bei den Briten spielen jetzt so einen eigenen kleinen Jingle, also so ähnlich wie die Big Buttons bei den Europäern, finde ich super, gefällt mir. Und die georgischen Husare sprechen tatsächlich jetzt georgisch bei den Russen. Da hat man das auch noch nachgelegt, finde ich schön, weil das bedeutet ja, ich nehme an, wir hatten davor keine georgischen Voice Lines. Nehme also an, dass sie das noch nachgeliefert haben, was mir Mut gibt, weil ich mir denke, wenn sowas noch nachgemacht wird, dann dürfte man sich auch noch auf andere Sachen freuen, könnte ich mir vorstellen. Generell Einheiten und Gebäude. Die Artillerie braucht jetzt mit dem Update hier 3 Sekunden, um auf Schiffe aufzusteigen. Das finde ich sehr gut. Ist auch kritisiert worden manchmal beim Balance-Server, aber ich finde es grundsätzlich gut, weil dieses Schiff-Hopping ist meiner Meinung nach nicht wirklich viel unterschiedlich zu Fort-Hopping bei den Inkas zum Beispiel. Deshalb nicht schlecht. Wälle sind nochmal teurer geworden, finde ich ziemlich heftig, weil 10 Holz pro Wall, also für die Wallstücke, soweit ich weiß, ist heftig. Also es ist wirklich heftig, meiner Meinung nach. Die Handschock-Infanterie,
Ah ja, da sind jetzt noch ein paar Einheiten angepasst worden. Das haben wir glaube ich, schon mal angesprochen. Die Tigerklauen und die Rattenschilde hatten nämlich den Coverboat noch, wahrscheinlich, weil es indigene Einheiten waren. Und da kommt man dann oft mal durcheinander. Die Stagger-Formation, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißt, ist aber die Formation, bei der eure Einheiten mit ein bisschen Abstand zueinander aufgestellt werden. Und da hat man jetzt die maximale Einheit von Linien, die die in diese Formation bilden, erhöht. Bei Stagger-Formation war das vorher, glaube ich, auf 4, ja, steht eh da, Linien beschränkt. Das heißt, wenn ihr dann mit den neuen Auswähllimits von 95 Einheiten in diese Formation gestellt habt, die ja eigentlich dazu da war, sowas wie Artillerieschaden oder einfach Flächenschaden zu minimieren, dann haben die sich in 4 Reihen so nah zusammengestellt, dass eine Falconet-Schuss halt 5 Leute mitgenommen hat, anstatt nur 2. War also alles andere als optimal, ist jetzt aber angepasst. Ich warne euch gleich vor, es ist as of my latest check, also wo ich es das letzte Mal probiert habe, immer noch furchtbar. Aber furchtbar im Sinne von, es ist jetzt gleich schlecht, als wenn ihr die Einheit einfach im normalen Modus lasst. Es ist nicht so, dass wenn ihr diese Formation auswählt und dann irgendwann über diese magische Grenze kommt, wo sie sich wieder enger zusammenklumpen, dass sie dann wirklich eng zusammenstehen. Es ist ungefähr auf dem gleichen Level wie eine normale Formation jetzt, ist also nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Immerhin. Alles, was Galeonen ähnlich ist, also Einheiten ausbilden kann, ist jetzt automatisch als Trainingsschiff, Ausbildungsschiff getaggt. Warum? Kommen wir jetzt hierzu. Bei den Kulverins, die machen jetzt nämlich weniger Schaden gegen Galeonen. Also generell gegen Ausbildungsschiffe. Da ist, glaube ich, der Gedanke, dass man diese Schiffe ein bisschen mehr ins Spiel bringen will, damit die nicht einfach so leicht weggekontert werden, weil die ja grundsätzlich schon weniger Schaden bekommen von Dingen wie Forts, Türmen, ich glaube auch von Dorfzentren und solchen Sachen. Outlaws, also die Gesetzlosen, da gibt es jetzt ein Icon auch und ich nehme an, eine eigene Klassifizierung, damit man das besser zeigen kann, wenn etwas gegen Outlaws extra Schaden macht, was aber fast nicht der Fall ist, außer bei den United States und bei den Italienern, wie es aussieht. Vokuronins, die sind von der Geschwindigkeit her nochmal gebufft worden, dürfte also ein indirekter Buff auch sein für die 47 Ronin-Revolte bei den Japanern, aber da muss man sie erstmal hinschaffen, sind wir mal ehrlich. Die Tatanbogenschützen, die man im Tengri-Schrein ausbilden kann, sind wieder gebufft worden, sind ja vor kurzem erst noch genervt worden. Die Angriffsgeschwindigkeit wurde nochmal verringert, heißt sie greifen schneller an, also ein Buff. Und Artillerieschaden, also der Extraschaden gegen Artillerie, wurde wieder zurückgesetzt auf 2,5. Bei der Einheit muss man dazu sagen, die machen einfach wahnsinnig wenig Schaden, haben aber auch eine unglaublich hohe Angriffsgeschwindigkeit. Und da ist man noch so ein bisschen am Einstellen. Die Bergschützen, sage ich jetzt einfach mal, die hatten ja Beförderungen auf nicht Schaden, ich glaube Angriffsgeschwindigkeit und Reichweite. Ja, steht eh dabei. Und das ist jetzt einfach ein bisschen reduziert, weil die jetzt nicht mehr ganz so stark leveln. Die sind dann, glaube ich, so runtergekommen auf einen 2er oder so Angriffsrate, wenn nicht sogar noch mehr, wenn sie auf das höchste Level gesetzt wurden. Und die Reichweite macht es vor allem, weil mit den meisten Einheiten sterbt ihr ja irgendwann. Diese Einheiten hier bekommen aber ihre Beförderung, bekommen dadurch noch besseren DPS und noch höhere Reichweite, können damit also viel besser Kämpfe nehmen, ohne dabei selber Schaden zu nehmen, weil sie praktisch alles an leichter Infanterie komplett outrangen. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man halt mit so 10, 15 von denen ohne Probleme 30, 40 Musketiere über den Haufen heizen konnte. Nehmen wir sehr sinnvoll. Sudanesische Derwische sind jetzt komplett anders unterwegs. Das ist ein sehr wichtiger Change, den müsst ihr euch vor Augen halten. Die waren ja schon mal komplett busted und jetzt passt man sie nochmal an. Nämlich der Schaden wird auf 9 reduziert, der normale Schaden. 13. Die Reichweite wird auch reduziert auf 13 von 14 und sie haben nur mehr 15 Fernkampfresistenz. Gleichzeitig haben sie jetzt keine negativen Multiplikatoren mehr gegen Infanterie, Artillerie und Dorfbewohner. Das ist wichtig. Das bedeutet nämlich, dass ihr effektiv gegen diese Einheiten mehr Schaden macht. Und das gilt es eben zu bedenken in dem Szenario. Besonders, weil die Einheit, ich meine, eine Sache, die gut ist, es skaliert jetzt ihr Nahkampfangriff nicht mehr ganz so hart, weil man noch näher dran sein muss, so wie ich das verstehe. Wenn man 14 von 14 Metern angreifen kann und die meisten Einheiten laufen auf 12 oder 10 ran, dann hat man einen höheren Bonus, als wenn die Mindestangriffsreichweite 13 ist, falls das für euch Sinn macht zum Nachvollziehen. Das Problem hier ist aber,
dass die Multiplikatoren gerade gegen Dorfbewohner kritisch sein können, da es diese sudanesischen Derwische auch auf Karten gibt. Also als, wie soll ich das beschreiben? Schätze ist wahrscheinlich die falsche. Ich stelle nochmal ein bisschen lauter, damit ihr was von der Musik habt. Ist wahrscheinlich ein bisschen die falsche Bezeichnung hier. Aber der Gedanke ist, ihr könnt ja oft die Dinge einfach in dem Schatz finden, legt die Schatzwächter um, dann habt ihr so einen sudanesischen Derwisch schon im ersten Zeitalter. Und wenn dann jemand auf die lustige Idee kommt, mit nur einem Siedler vorne irgendeine Frontbasis hochzuzimmern, das ist dann automatisch GG, weil der sich einfach an den Siedler ranstellt und den komplett aus dem Leben nimmt. 9, die Hälfte von 9, also die Hälfte von 14 ist 7. 9 ist immer noch massiv mehr als 7. Für alle, die es nicht rechnen können. Der Multiplikator gegen schwere Infanterie wurde reduziert, aber ich denke, Geschwindigkeit erhöht ist auch nochmal so eine Sache. Ich denke, insgesamt ist die Einheit verschlimmbessert worden. Sie kontert jetzt einfach, also sie ist alles in allem ein bisschen schlechter, aber sie kontert jetzt ein paar empfindliche Ziele wieder besser. Wie gesagt, Artillerie, Infanterie generell und vor allem, und das finde ich wichtig, am Anfang Dorfbewohner. Passt da also auf, ja. Die Zapotekenkrieger, die man bei den Zapoteken ausbilden kann und die ja auch einige sich schicken lassen können, haben jetzt interessanterweise weniger Multiplikator gegen Infanterie. Das war ja so Jaguar-Krieger auf Wish bestellt so ein bisschen, sind jetzt noch ein bisschen schlechter geworden, aber okay. War vielleicht auch die Schiffsladungsgröße ein bisschen zu krass bei denen. Karten und Technologien, ganz wichtig, das sind ja jetzt so generelle Geschichten noch. Fortgeschrittene Artillerie, eine ganz wichtige Veränderung. Das war die Karte, die es euch erlaubt, Pferdeartillerie und Mörser im dritten Zeitalter auszubilden. Hat sonst nichts gebracht, war also einfach ein Investment ohne wirklich Payoff direkt. Aber, und das ist das Schöne, wir haben jetzt auch noch einen Mortar mit dazu. Also ein Mörser wird mitgeschickt und das ist wunderbar, denn damit kann man FI-Plays wesentlich besser bestrafen. Sollte man also jetzt aber auch ein bisschen überlegen, die Karte mit ins Deck zu nehmen, zumindest bei den europäischen Zivilisationen, die da Zugriff drauf haben. Bastionen, Redouten, Stadtwelle im vierten, das ist einfach generell das Wall-Upgrade, verringert die Konstruktionszeit, also verlangsamt die Bauzeit bei Wellen nochmal um 30%. Also 80% bei den normalen Sachen, bei Reduten nur 70%, weil das ja nicht ganz so ein starkes Upgrade ist. Bedeutet aber, Welle overall nochmal massiv genervt in diesem Upgrade. Gerade Late-Game-Welle werden viel schneller, viel langsamer gebaut. Ihr habt leichter Zugang zu Wall-Killern. Alles in allem finde ich das vielleicht ein bisschen viel, alles zugleich bei Wellen, aber grundsätzlich keine schlechte Änderung. Der Goldene Reiter beim House of Wittin, das war ja diese Fähigkeit, dass alle Kavallerie massive Buffs bekommt auf Rüstung, ist jetzt auch reduziert worden auf 15% auf allen Rüstungstypen, runter von 20. Meine Güte, was hatte ich Spaß mit der Karte im Dakota. Das war muchos lustig. Aber ja, macht auch total Sinn. Wir fangen jetzt an mit den zivilisationsspezifischen Veränderungen. Es geht mal los mit Azteken. Der Pfeilritter ist ein bisschen schneller geworden, macht auch Sinn, nachdem er jetzt von Artillerie gekontert wird, sollte er zumindest nicht mehr so arschlangsam sein. Die Multiplikatoren gegen Artillerie und Kavallerie. Ah ja, so. Also die machen jetzt nochmal mehr Schaden, um ein Viertel Schaden, nicht insgesamt, sondern nur so 25% extra Schaden nochmal gegen Artillerie und 0,75, also diese 15%, wenn man es vom Grundwert rechnet, mehr Schaden gegen Kavallerie. Heißt im Endeffekt, der negative Multiplikator kickt nicht mehr ganz so hart. Es geht darum, dass die Pfeilritter wohl etwas zu leicht ausgekontert wurden. Ich bin nicht so überzeugt. Ich finde Azteken gerade sehr, sehr stark nach wie vor. Zumindest im 1 gegen 1. Im Team kann ich dazu gerade nicht viel sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich das so unterschreiben würde, wo die Zivilisation gerade ist mit ihren Karten, Einheiten und Werten. Aber werde mich da nicht zu viel aufregen. Die Briten haben jetzt verbesserte Granaten und die Granatengewehre haben jetzt ausgedient. Die Karten sind einfach entfernt worden und die sind zusammengesetzt worden in eine Karte, nämlich die britischen Grenadiere. Die schickt man sich im dritten Zeitalter, man bekommt dann eine Kampfkraft auf die Grenadiere und man bekommt diese die Gewehre für die Granatenwerfer auch noch mit drauf. So wie ich das verstanden habe. Ja, da seht ihr auch, die
Zahlen sind dafür ein bisschen angepasst worden. Davor waren es 20% Angriff und 25% nochmal Belagerungsschaden, aber das ist jetzt ein bisschen runtergeschraubt. Dafür nur eine Karte, die man mitnehmen muss. Man versucht also weiter, die britischen Grenadiere als eine Option möglich zu machen, zumindest. Chinesen, und da haben wir eine lustige Veränderung. Der Handmörser macht jetzt sechsfachen Belagerungsschaden oder sechsfachen Extraschaden gegen Belagerungseinheiten. Soweit, so normal. Jetzt haben wir aber das Problem. Wir haben Obritschniks und wir haben Raider, also die Plünderer. Bei den Russen die Obritschniks und die Plünderer bei den Hauser. Und das Witzige daran ist, die sind getaggt als Belagerungseinheiten. Ich glaube, die Steppenreiter wahrscheinlich auch. Kurz und gut. Handmörser kontern jetzt Artillerie, kontern jetzt Kavallerie. Zumindest diese Art von Kavallerie. Es ist wirklich witzig zu sehen. Ich habe mir das mal zeigen lassen. Es ballert schon ganz schön rein. Dann gibt es noch die teamhängende Brückenkarte. War vorher im ersten Zeitalter verfügbar und ist es jetzt im zweiten. Und das Ganze heißt jetzt Jongle-Infrastruktur. Glaube ich, einfach eine Verbilligung von Baukosten oder sowas. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Bei den Niederländern, und da sehe ich gerade schon was ich sehr wichtig und richtig finde, die Dutch East India Company oder die EBB-Karte, wer kennt es nicht, Envoys Building Banks, erhöht die Lebenspunkte von Banken jetzt nur noch um 50%. Liegt auch daran, man hat ja jetzt so ein bisschen hin und her geschaltet und so ein bisschen rumprobiert, wie man jetzt mit den neuen Niederländern spielen kann. Und die Tatsache, dass ihr keine Siedler mehr auf die Banken klatschen müsst, dass ihr das nebenbei mit irgendwelchen, also mit recht, ich will jetzt nicht sagen nichtsnutzigen, aber ansonsten recht selten gesehenen oder eher selten genutzten Einheiten wie den Envoys, was ist mal? Gesandten, genau. Dass man die da so gesehen hat, wie die Banken hochzimmern, da ist jetzt der Gedanke, dass wenn man sich diese Karte schickt, hat man auf einmal Banken mit 8000 Lebenspunkten oder 7000 irgendwas. Wenn man sich dann nochmal die Kirchenkarte schickt und durch den Kaffeehandel da dann extra Baulimit bekommt, haben die immer noch 6000 Leben. Man hat also kein negatives Drawback mehr von dieser Kirchengeschichte und das war dann ein bisschen zu viel. Dementsprechend ist es jetzt angepasst worden und die Banken kriegen nur noch 50% Lebenspunkte drauf und ich glaube, man ist dann so plus minus ungefähr auf dem gleichen Wert wie standardmäßige Banken, wenn man sich die Kirchenkarte durchschickt, die ja neuerdings auch die Lebenspunkte verringert statt der Bewegungsgeschwindigkeit vom niederländischen Infanterie. Militär generell, nicht nur Infanterie. Dann, die Akan Ankobia Karte hat jetzt auch ein Bildlimit. Gott sei Dank. Man kann das auch erhöhen, wenn man Siedlungen da auf der Karte hat, auf der man spielt, aber es war schon wichtig, dass man das auch anpasst. Äthiopien bekommt einen Buff auf den Schotelkriegern. Grundsätzlich nicht ganz verkehrt, aber zum Beispiel Melancholas B.O. wird hier überhaupt nicht angesprochen. Ist total egal, interessiert auch keine Sau. Finde ich nicht so schön, weil die BO sich auf höherer Elo schon sehr bezahlt gemacht hat und auch einige Leute damit halt auf Elo-Höhen steigen, die da nicht hingehören. Ich meine damit nicht Melancholia, aber ich meine andere, die ich gesehen habe, wo ich gesehen habe, wie die auch spielen, ist halt irgendwann sehr sinnvoll. Hat mich. Und das soll jetzt auch kein Front sein gegen Warondon, aber der hat zum Beispiel gegen mich gespielt und da habe ich, glaube ich, 4 Spiele verloren und nur 1 gewonnen gegen ihn und meinen Franzosen, die ich jetzt doch sehr widerspiele. Und Warondon ist definitiv einer der besten Neueinsteiger in die Liga und kommt sicher nicht unter Liga 4, also wenn überhaupt, wenn er nicht sogar in Liga 3 weiter raufkommt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Äthiopien mit dieser Rush-BO und dieser Double-Rex-BO, wenn man nur die BO spielt, schon sehr mächtig ist. Und ich finde, das hätte auch angepasst werden müssen. Ist noch nicht passiert, dafür aber die Jesuitenverbündeten sind ein bisschen runtergeschraubt. Das finde ich auch nicht ganz verkehrt, weil die auch sehr, sehr stark sind und diese Karten ja eingeführt wurden zu einer Zeit, als die Jesuiten selber noch nicht gebufft waren. Franzosen, die Karte hier ist nochmal ein bisschen anders benannt, damit es auch für uns normale Menschen aussprechbar ist. Senegalese Rifleman statt dem französischen Tireur Senegalais, so gut ich das kann. Aber ist jetzt nicht so ein großer Change, nicht so eine große Veränderung. Bei den Deutschen, Doppelsöldner, wenn man die anklickt, dadurch, dass die Reichweite auf ihren Angriff nahm, hat man jetzt auch, man sieht, wie weit die Reichweite geht. Team Kavallerie Angriff stackt nicht länger mit der italienischen Karte. Ja, das finde ich vernünftig. Sonst hat man irgendwann Deutsche und Italienerkraft, die komplett durch die Decke geht. Und Ulanen sind ja schon vom Angriff ziemlich gut. Da finde ich es gut, dass sie da drauf schauen und sowas auch ordentlich herrichten. Jetzt kommen wir zu etwas, das mich sehr, 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 sehr traurig macht. Wo ich auch schon Sturm gelaufen bin gegen einige andere auch.
Aber ich glaube, dass wir diese Nerfs genauso sehen werden und dass da, ja, ich fürchte, dass da nicht viel gegen machbar ist. Wir werden sehen, ob die Winrate von Haudenosaunee runtergeht oder rauf. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von Haude an der Stelle haltet. Also, ob die zu stark sind, zu schwach oder wie auch immer ihr das seht. Wir hatten in vielen von den Online-Werkzeugen oder von den Online-Webseiten, die das so tracken, immer gute Siegesraten tatsächlich durchgängig. Also auch über 55%, teilweise sogar über 60%, was schon wahnsinnig viel ist. Gleichzeitig auch eine der am wenigsten gespielten Zivilisationen. Der Kriegshäuptling macht jetzt weniger Flächenschaden, im Sinne von die Fläche ist kleiner. Was einen Riesenunterschied macht, weil ja gerade im dritten war der eigentlich ein Falkonett mit diesem Angriff. Der konnte allein, wenn du ins dritte gekommen bist, sicher so 15 Musketiere wegverteidigen oder sagen wir zumindest 10 mit dem Dorfzentrumsfeuer dazu. Tomahawks bekommen 5% weniger, 5 weniger Leben. Das ist nicht mal eine Verschlechterung von 10%. Was sind das? So, ich glaube 3%, I guess. Aber das skaliert und Tomahawks waren davor schon Scheißeinheiten, nichts für ungut. Mit dem Chief haben die jetzt gerade und gerade das 100, 155, 154 Lebenspunkte. Und das Problem dabei ist einfach, dass die Einheit jetzt sogar mit Infanteriekampfkraft, also mit 15% Lebenspunkte und Angriff, die Einheit ist halt absoluter Müll. Die haben unter 300 Lebenspunkte damit. Das ist nicht, also ohne Chief Aura jetzt, aber trotzdem, das ist einfach dann, ist jetzt schon keine besonders gute Infanterieeinheit. Sieht man auch nur, wenn sie gespielt werden muss, dass sie gespielt wird. Also für Belagerungsschaden oder solche Sachen. Aber der Tomahawk ist im Endeffekt eine arme Sau und eine echt schlechte Einheit, sind wir mal ganz ehrlich. Und jetzt ist er noch schlechter. Der Plänkler, der Waldstreuner. Eine Sache, die man über die Einheit nicht sagen kann, ist, dass sie schlecht ist. Nichtsdestotrotz wird da die Ausbildungszeit erhöht um 3 Sekunden. Du bildest jetzt, glaube ich, also so einen Gewehrschützen gleich schnell aus wie ein Apus oder sowas. Auch vollkommen unverständlich für mich, weil Haude wird meistens im dritten, wenn es schnell ins dritte geht, limitiert von der Eco. Nicht so sehr von den Einheiten. Das heißt, die Ausbildungszeit hier raufzuhauen, klingt jetzt nicht nach viel, klar. Aber ist trotzdem meiner Meinung nach wirklich unnötig. Also sehe ich halt keinen Nutzen dabei. Die Ramme wird jetzt verbessert, indem sie extra Schaden gegen Artillerie macht und kann Einheiten angreifen. Das ist. Sorry, wenn ich ein bisschen desillusioniert klinge, aber es ist halt einfach absolut sinnlos, dieser Change. Weil die Rammen, das ist. Ihr habt schon Kavallerie, die doppelten Schaden fast auf Artillerie macht im Nahkampf. Wo genau ist der Gedanke, dass man mit einer Ramme, die ja auch super mobil sind, etwas schafft oder in eine Position kommt, die man nicht mit Kanyas hinbekommt? Erklärt mir das bitte. Ich weiß es nicht und ich halte das für eine absolut schwachsinnige Veränderung. Wenn man Rammen viable machen will, gern. Aber dann doch bitte sinnvoll. Bitte gegen Gebäude. Bitte so, dass sie zum Beispiel weniger Schaden bekommen von Türmen oder solche Sachen. Aber das ist halt. Da sehe ich halt, da steht ganz groß Bullshit drüber über dem Change. Will da auch gar nicht so kritisch über die Leute reden, aber ich finde halt, also diese Haude-Veränderungen sind, glaube ich, nicht direkt auf das angepasst, was das wirkliche Problem ist. Wenn man sagt, die Ziff ist zu stark, dann würde ich eher behaupten, die Ziff ist deshalb zu stark, weil das Tempo halt recht gut geht bei der und viele Leute auf niederer Elo nicht verteidigen können. Und auf mittlerer Elo und hoher Elo spielen Haude nur Leute, die die Zivilisation, glaube ich, wirklich können. Ohne da jetzt irgendwie niederzureiten, aber ich sag mal, bei Osmanen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass alle tausende Spieler, die das spielen, die Ziff wirklich im Griff haben und nicht nur einfach ihre Build-Orders runterfahren. Mit Haude kannst du eben nicht nur die Build-Order runterfahren, sondern du musst da schon auch fighten mit. Ist meine persönliche Meinung. Aber genug Zeit verschwendet auf Haude, wir wollen ja nicht ewig bei dem Thema bleiben. Hauser, die Fodio-Taktiken sind jetzt im dritten Zeitalter. Das ist die Karte, die euren Fulanis mehr Angriff gewährt. mehr Angriffsreichweite, entschuldigt. Und ihr seht es eh. Ist ein bisschen angepasst worden, also weniger Erhöhung hier, dafür aber im zweiten Zeitalter schon 18 Reichweite. Soweit, so gut. Inka, die Huarakas wurden auch nochmal angepasst, haben jetzt nur extra Schaden gegen schwere Infanterie. Danke dafür, das war schon mal wichtig genug.
Die Reichweite im dritten Zeitalter ist auf 21 reduziert und im zweiten Zeitalter, wenn man sie über eine Spezialkarte bekommt, auf 14 von 12. Also, damit sie ein bisschen besser im zweiten sind, ein bisschen schlechter im dritten. Es ist so. Nee. Nee. Inka, die Probleme bei Inka sind nicht in erster Linie die Huaraka, meiner Meinung nach. Die Probleme bei Inka liegen in der Kombi Bloom Spearman und Chimurana und so. Die beiden zusammen sind einfach schwierig. Werden aber hier auch angepasst. Kosten nochmal erhöht bei beiden Einheiten und 30 Sekunden Ausbildungszeit, zumindest bei den Chimuranas, finde ich sehr vernünftig. Dschungelbogenschützen machen auch 50% weniger Schaden jetzt gegen schwere Kavallerie und generell gegen Nahkampf-Kavallerieeinheiten, so wie es aussieht. Und Priesterinnen haben auch über 10% weniger Leben. Finde ich durchgängig gut, die Veränderungen. Ich denke einfach, dass Inka aber als Gesamtkonzept nicht ganz zusammenpasst. Ich glaube, man sollte einer ekostarken Zivilisation, das ähnliches Problem hatten wir ja auch bei Äthiopien, nicht wirklich Zugang zu Einheiten geben, die nur einen Bevölkerungsplatz brauchen und gleichzeitig aber, also zu Handschock-Infanterie, die nur eine Pop kostet. Weil ich denke, bei Azteken funktioniert das halbwegs, aber auch da sind Kojoten ja stark, weil die nicht wirklich so eine brutale Wirtschaft zusammenbringen in den meisten Fällen. Inka auf der anderen Seite definitiv, Äthiopien definitiv. Und ich glaube, bei diesen beiden Zivilisationen sehen wir das Problem, das man einfach hat, dass Dragoner, bei Bogenreitern geht's, aber Dragoner sind furchtbare Einheiten, um gegen eine Zivilisation zu kämpfen, die Schockhandinfanterie haben, weil man den Schaden nicht schnell genug gesplittet bekommt. Merkt man sehr schnell, merkt man sehr hart und ist wirklich schwierig zu balancen. Die Italiener haben jetzt die römischen Taktiken im vierten Zeitalter, das verbessert jetzt Einheiten im Imperialzeitalter um 15%, aber die Fähigkeit, also um extra 15%, aber die Fähigkeit, die Reichweite der Fähigkeit ist auf 17 verringert. Ich glaube, das müssten die Papstgarde sein oder sowas, da bin ich mir gerade nicht sicher, die dann irgendwie eine Boni, Radius, Aura, bla bla bekommen. Oder generell diese ganzen Aura-Fähigkeiten sind vielleicht verbessert, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Team Kavallerie Angriff, haben wir eh schon gesagt, stackt nicht mehr mit den Deutschen. Lakota hat jetzt eine Team Distillerie-Karte, heißt wahrscheinlich 15% auf Münzen, wenn man sie von Gebäuden sammelt. Im Team finde ich durchaus legitim, finde ich eine coole Änderung. Lakota im Team oft eigentlich recht gut, also ich bin mit denen relativ zufrieden tatsächlich. Gerade mit den ganzen Wirtschaftsmöglichkeiten und das ist nur eine weitere, die ich gerne mitnehmen möchte, ganz ehrlich. Japaner mit den 47 Ronin. Meisterlose Samurai sind jetzt schwere Infanterie und haben ihre Geschwindigkeit reduziert auf 5,5. Ah ja, dann habe ich das vorher verwechselt. Dann ist das wahrscheinlich vorher doch nochmal einfach ein bisschen anders angepasst. Es gibt ja Meisterlose Samurai und dann gab es diese, mal anderen, diese Ronin oder wie auch immer sie heißen. Aber ich denke, dann ist das so ein auch eine verschlimmbesserte Geschichte hier. So, nächste Karte, die Otsutsu Mörser, Team, ja, die gibt euch, glaube ich, 10% Angriff auf all eure Artillerie und das Witzige daran ist, dass die Samurai dadurch auch noch eine Hand, also eine Handmörser mitbekommen, jeder Samurai, jeder normale, keine, nicht die Spezialvarianten davon, aber zumindest Standard-Samurais aus der Kaserne bekommen das dann. Nein, ganz schlechte Idee. Das ist super witzig anzusehen. Aber die Problematik ist, dass ihr dann Samurais habt, die ohnehin schon einen wahnsinnig hohen Belagerungsschaden haben. Und die bekommen dann im Endeffekt einen fast sofortigen Belagerungsschadensangriff, der nicht als aufladbaren Angriff, nicht so als Charged Attack oder so, sondern wirklich konstant, mit 14 Reichweite. Die können also von 14 Reichweite Gebäude wegsnipen, einfach weil es witzig ist. In 1 gegen 1 eher unwahrscheinlich, dass man die Karte allzu oft sieht, aber auch da, wenn man die schneller bekommt, die Samurai, und dann können die da so durchlaufen, ey, das sind dann Opris, die alles wegmetzgern, was sie finden. Also ich denke, dass das nicht unbedingt eine gute Entscheidung ist und wir im Team sicher noch die ein oder andere Frustration damit entleben werden, aber das ist nur meine Meinung hier. Die Malteser sind wieder massiv gebufft worden. Schiffsladungen sind nur noch um 1% teurer als normale Schiffsladungen, was jetzt nicht nach viel klingt, gell? Aber wenn ihr euch überlegt, wenn ihr das mal in Prozent des Strafmaßes rechnet und nicht im Prozentvergleich, so 100% ist der normale Kostenpreis, 2% war der Extrapreis und jetzt haben wir 1% verändert, ist ja nicht viel. Ja, aber wenn ihr euch überlegt, die Strafe, die volle Strafe, die wir vorhatten, waren 2%,
Jetzt ist es noch 1%, das heißt im Endeffekt, dass die Strafkosten wurden um 50% verringert. Klingt ein bisschen abstrakt, macht aber tatsächlich einen fühlbaren Unterschied. Die nächste Karte, die ich super lustig finde, ist die neue Einfallknet und einen Mörser. Die Karte wollen eigentlich die meisten wahrscheinlich gegen Malta haben und nicht Malta soll die Karte haben, aber hey, finde ich witzig, finde ich spannend. Mal sehen, was wir da für Spielweisen noch mit sehen werden und ob die Karte wieder entfernt wird oder ob die es reinschafft. Bei den Mexikanern geht es wild auf, ihr seht schon fast eine halbe Seite hier. Der Salteador bekommt weniger Lebenspunkte und auch weniger Geschwindigkeit. Die Reichweite wird aber gleich belassen. Eine Range reduced to 18, genau. Dafür bekommt man aber mit dem Vigilantes Upgrade, also mit dem H4 Upgrade, 2 Reichweite dazu. Ich weiß nicht, ich denke mir, den Salte hätten sie ein bisschen leichter auch anpassen können. Ich fand Reichweite auf 18 setzen wäre schon voll okay gewesen. Von mir aus noch die Lebenspunkte wieder runter oder halt Geschwindigkeit, aber alles drei zusammen ist schon ein bisschen heftig. Der Plan von Ayatollah. Ich glaube, das war das, wo man alle Einheiten irgendwie in die Revolutionäre umbasteln kann. Wahrscheinlich alle Pikes oder sowas. Haben sie da mal was gefixt? Dann Plan von Miamare im vierten. Das müsste das sein. Miamare. Bin mir gerade gar nicht so sicher, leider. Aber das dürfte sonst das sein, wo die Plänkler vielleicht umgetauscht werden für Reichweite und so, wo man dann nochmal mehr Reichweite drauf bekommt. Aber generell diese Plankarten im vierten Zeitalter wurden auch billiger gemacht. Die Maya-Revolution wird endlich genervt, die Reichweite von den Spezialeinheiten wird verringert, die Kosten erhöht. Vollkommen zurecht. Es war schweinisch, was diese Maya-Revolution raushauen konnte. Es ist bis heute eine Frechheit, dass es die überhaupt gibt. Dann haben sie ja die Beschreibung angepasst. Nochmal Nochpeten. Ah ja, da bekommt man auch 6 Fischerboote dazu und das Ganze ist abgedatet. Maria Uzikap, die Priesterstärke und Capabilities und Möglichkeiten. Ah ja. Sind jetzt einfach die Priesterinnen, die man da dann bauen kann, sind angepasst an legendäre, also H5 Inka-Priesterinnen. Und man kann die dann auch wieder bauen, oder man kann die eine bauen zumindest, in der Kathedrale für 300 Münzen. Das ist ja auch okay. Rio Grande Revolution endlich ein bisschen angepasst. Auch die Upgrades dauern jetzt länger zum Erforschen. Und man bekommt maximal nur noch 24 Siedler mit der Sierra Madre Republik und nicht mehr 85. Danke dafür, glaubt mir, das war wichtig. Die Texas Army in der Texas Army Revolution. Da hat man die Kosten einfach auf 500 Münzen gesetzt und das fixiert. Und die Ausbildungszeit ist auch ein bisschen verringert worden. Aber das passt soweit, denke ich. Ab zu den Osmanen. Auch hier eine Verschlimmbesserung. Die, aber für alle Nicht-Osmanen-Spieler würde ich behaupten, die ASAPs haben jetzt weniger Reichweite, nämlich 14, nicht mehr 16. Und dafür wird es dann von Wett-Upgrades und Veteranen und Garde-Upgrades erhöhen das um jeweils 2. Das heißt, Wett-Asaps haben wieder die alte 16er Reichweite und Garde-Asaps haben dann die alte 18er Reichweite. Soweit nichts Neues, das ist halt einfach angepasst worden. Sie haben dafür aber mehr Angriffsschaden gegen Fernkampf-Kavallerie, also gegen Dragoner-Einheiten. Ich finde die Einheit nach wie vor falsch, oder was heißt falsch? Das Problem ist, und ich sehe es immer mehr, wenn ich sowas sehe wie die Kerem spielweise und so weiter, wo ihr einfach für Sipais geht und dann macht der Gegner Dragoner und dann brauchst du ja nicht mal ein Upgrade auf den Asaps, damit die Dragoner zerlegen. Ich halte die Einheit für nicht falsch designt, aber ich denke, dass sie mit den Sipai in Kombination zu viele Schwächen abdecken und ich denke, das ist einfach ein falscher Ansatz hier für Osman. Gleichzeitig verstehe ich auch absolut, dass die Devs sehr schwer tun, Osman zu nerven, weil ein Großteil der Spiele, die gespielt werden von Osman, also mit Osman gespielt werden. Das heißt, wenn man da zu hart nervt, nervt man halt gleich ein Drittel oder ein Viertel der Community. Weiß ich aber auch nicht, ob dann ein vorsichtiger Ansatz bei der Civ unbedingt die richtige Wahl ist, gerade wenn wir sehen, was da für ein Spielstil bei rauskommt. Aber es ist, was es ist. Die Portugiesen hatten Verbesserungen für Ausbildungsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist jetzt wieder zurückgenommen, Gott sei Dank. Die haben jetzt auch eine Team-Rum-Distillerie und Naval, also sag schon, Schiffsinfanterie, könnte man jetzt so sagen.
Ah ja. Otterschüssen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist spannend. Ich müsste mir das nochmal anschauen, aber insgesamt heißt es halt, dass jetzt andere Schiffe auch noch als Trainingsschiffe, als Ausbildungsschiffe gedeckt sind und dadurch bekommt man dann weniger Schaden von Kulfs. Bin ich noch nicht hundertprozentig ein Fan von, aber ist gut, lassen wir mal stehen. Ports ansonsten wieder nicht angepasst. Wenn sie damit zufrieden sind mit denen, ist ja okay. Die haben auch nicht so eine gute Winrate derzeit. Im oberen Bereich der Ladder ist es halt lästig, weil sie sich sehr hirntot spielt, die Zivilisation oft. Die Russen haben jetzt 6 Porutschniks, will ich nochmal kurz gesagt haben. Wunderbar. Immer noch nicht gut genug, glaube ich, aber wunderbar, weil wenn Inka eine 5-Pike-Karte hat, wo ein Pike 100 Fuß und 35 Holz oder sowas kostet, 6 Porutschniks ist dann schon. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist nur einen guten Schritt entfernt, aber ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man bekommt mit den Schweden im zweiten Zeitalter jetzt 3 Hakapeliten zum Marsch der Hakapeliten, die die Dinger auch noch im zweiten Zeitalter baubar macht. Finde ich gefährlich. Finde ich absolut gefährlich, gerade im Team. Ich habe gerade vor kurzem miterleben müssen, wie schwer es ist, Hakapeliten wirklich effektiv zu bekämpfen. Mit anderen Dragonern zum Beispiel. Oder mit Bogenreitern oder sowas. Gerade die Einheiten, die keine Fernkampfresistenz haben, keine schöne Geschichte, sage ich euch. Und ich denke, im zweiten Zeitalter kontert die Einheit halt eine der Hauptkompositionen, nämlich Husmusk, absolut aus dem Leben. Also ich meine damit, ich glaube, das könnte sehr gefährlich sein, die Karte auf die Art zu buffen. Die Vereinigten Staaten, Carbine Cavalry, im zweiten Zeitalter haben die Dinger jetzt nur noch 2 Reichweite, aber automatisch wieder die alte im dritten. Verstehe ich grundsätzlich schon, damit sind sie schlechter im Verteidigen von Husmusk-Pushes, von generellen Edge-2-Plays, aber ich denke, es ist trotzdem, da hätte man eher die Kosten von der Tech nerfen sollen als die Einheit, weil im Endeffekt ist es ein Witz. Im Endeffekt ist es wirklich ein Witz, weil die einzige Art, wie man diese Kavallerie im zweiten bauen kann, ist über die Kirchenkarte mit der Technologie und so weiter und so fort und all das macht keinen Sinn für mich. Sehe ich also nicht wirklich, dass man denen weiterhin die maximale Reichweite auf der Skirmgun-Kombination lässt. Dann Revolution, Argentinien kann jetzt Helmeti anheuern, beziehungsweise haben sie da wieder die Anzahl von den anzuhörenden Helmeti angepasst. Bei Kanada hat man jetzt Team-indigene Waffenhandel und das erhöht ja, indigene Kriegerausbildungslimits. Chile hat jetzt deutsche Siedler, also bei den deutschen Siedlerkarten, da bekommt man nur mehr 2 Siedlerwägen. Und die brauchen 25 Sekunden, um ausgebildet zu werden. Gott sei Dank, dass das. Ich weiß nicht, warum jede Revolution automatisch auch einen Eco-Weg haben muss, weil gerade Chile hat halt eine Einheit, die wirklich massiv, also wahnsinnig stark ist. Und da dann herzugehen und zu sagen, hey, what about? What about Eco? Ist ein falscher Ansatz. Ich denke, man muss nicht jede Revolution absolut viable machen und auch nicht für Late Game und so weiter. Ich sehe das als einen falschen Schritt. Von dem her ist das hier, also das Nerfen, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt jetzt Build-Limits bei Estates und die trickeln weniger Coin. Das ist also auch schon was. Gran Colombia hat jetzt 3 Ironclads, auch witzig ist. Indonesien hat ein fortgeschrittenes Arsenal, auf deren Einheiten sicher auch nicht unwitzig, also für die Artilleriesachen und so. Die sumatrischen Elefanten, die unendliche Karte. Ah ja, Kriegselefanten, diese Kriegselefanten zumindest brauchen jetzt eine Bevölkerung. Lation Space Cost, denke ich, oder ist es um 1 erhöht worden, aber auf jeden Fall auch das ein bisschen verschlechtert. Peru, die amerikanischen Verbündeten. Manco Inca. Ja, ihr seht es eh, also eine Einheit, wo die Karte nicht. Wo die. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, aber anscheinend hast du da halt über die Karte verschiedene Bündnisse haben können und das hat dann gewisse Sachen nicht entfernt, wenn du dich mit dem oder dem verbündet hast. Manco Inca ist nicht mehr länger ein Held. Das war bei Peru, wenn mich nicht alles täuscht, dieser Inca Explorer-Verschnitt. Der ist jetzt aber nicht mehr länger als Held getaggt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja. Dann Rumänien. 8 unendliche berittene Bogenschützen. Kann man mal machen. Und die russische Expeditionsarmee als neue Karte, da bekommt man 9 Konterdragoner und 3 Kalfs. Spannend. Schon ein bisschen heftiger Wert. Konterdragoner, also 9 Stück, 180 Ressourcen. At least, I guess.
Kosten, also bei 9 Stück 180, 16, 20 nur für die Dragoner, 3 Kalfs sind nochmal so knappe 2820 Ressourcen. Ne, warte. 3100, ich habe die jetzt falsch gerechnet, glaube ich. Ich habe die mit 400 gerechnet. Und die kostet nur 500 Coin. Schon? Ja, gut. Alright, ich werd nicht fragen. Ich meine, es ist immerhin Belagerung, schwach das Ganze, aber trotzdem. Die Vereinigten Staaten als Revolution, ganz wichtig, haben jetzt die Kosten wieder zurückgenommen bei den kontinentalen, was waren Zappers nochmal? Nicht wirklich Pioniere, aber halt die Kollegen, die immer reinlaufen und den ganzen Scheiß ausgraben müssen und Geschichten untergraben und was nicht alles. Also so Nox-kontinentale Artillerie ist auch billiger geworden wieder und man hat auf Lys-kontinentalen leichten Dragonern, auf Morgens kontinentalen Scharfschützen und auf Hassels kontinentalen Regiment überall die Kosten entfernt. Werden wir sehen, ob jetzt die Vereinigten Staaten mehr Plays sehen, aber ich bezweifle es eigentlich. In der Kampagne, oh mein Gott, wurden tatsächlich auch Sachen angepasst. Das ist so ein bisschen spannend. Spannend, finde ich aber cool, dass sie darauf auch noch schauen. Mich freut es zu sehen, dass so die Kampagnen halt nicht liegen gelassen wird, wisst ihr? Dann, Added Flags to the Thumbnails. Ah, da haben sie also Flaggen angefügt, dass ihr auch wisst, also welche Zivilisation ihr spielt. Finde ich gut, macht mehr Spaß, macht Sinn. Zufallskarten. Hat man auch angepasst, wird vielleicht auch noch ein bisschen was passieren hier. Und hier kommen dann gleich ein paar Sachen, die wichtig sind. Removed Rockies von den Standard Maps, also finde ich schade, ich habe die Map gemocht, aber mag natürlich nicht jeder. Sud wird auch entfernt, die fand ich eigentlich noch vergleichsweise okay. Was nicht okay ist, absolut nicht okay, bitte, bitte gar nicht, danke, nein, sind Deckern und Horn und Standard Maps, das ist der 1 gegen 1 Map Pool. Das ist, ihr seht schon da unten, also Deckern in Ranked, Deckern nein und. Deckern ist eine furchtbare Karte meiner Meinung nach für 1 gegen 1, weil sie halt den kompletten Map Pool zerschießt oder beziehungsweise kompletten Build-Order-Plan zerschießt. Klar kann man da witzige Sachen machen, aber ich denke, die Karte hat im kompetitiven Play null verloren, wenn es nicht beabsichtigt wird und darauf sich vorbereitet wird. Ähnliches gilt für Horn, die ist nicht ganz so schlimm, aber immer noch so mäßig gebalanced. Und bei den Teamkarten, Pomerania und Spain, von mir aus, aber Deckern und Horn ist einfach, das ist, da läuft alles Sturm gegen. Also wir werden auch wirklich alle, die was zu sagen haben, versuchen gerade hier das Deckern zumindest aus dem Scheiß rauszubekommen. Wir versuchen es. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch wieder soweit gefallen, die kleine Aufzählung. Wir werden sehen, was für Veränderungen dann wirklich durchgehen. Und heute ist Dienstag. Ich hoffe, dass ich das Video heute auch noch hochbringe. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Und damit wünsche ich euch alles Gute. Habt einen wunderschönen Tag, egal wo ihr seid. Und macht das Beste draus. Für euch.